Also ich hätte noch welche. Ich guck ihn dabei zu, wie er für dich ins Netta geht. Leck mich. Ich würde auch im Tausch 4 Tintensäcke rausrücken. Ja, wow. Okay, dann wow. Nicht. Wow. Sabino, move easy. Wie wär's mit einer Leine? Okay. Ich geh ins Netta. Netta. Ich geh für gar nichts ins Netta. Ich geb dir einen Diamanten. Okay, ich geh ins Netta. Ja, mach du's dort. Du kriegst aber nix. Oh. Leute. Ich bin jetzt mal ganz kurz in einer anderen Party, denn mein Freund schickt mir permanent Anfragen und ich glaube, der will da ganz was. Okay. Also bitte schickt mir jemand eine Einladung sofort, wenn es geht. Nö. Mach bitte keiner. Bitte mach danke, keiner. Ich kann nicht, ich bin im Netz. Ich kann nicht, ich bin im Spiel. Also für wen soll ich denn jetzt ins Netta? Also ich bräuchte Lohnrut, ne? Und wenn du nicht stirbst, würde ich sogar ausnahmsweise dir mein Schwert leihen. Nein. Ich geh schon so. Ich brauch nix. Ne, ich meinte halt, weil das halt Plünderung 3 drauf hat. Ja, aber ich kann ja mich auch ans Lohnspawner stellen, dann dort einfach eine Falle bauen. Okay. War ein Angebot. Oh Mann. Das ist doch so scheiße. Und was brauchst du, Bigfoot? Ich brauch gar nichts. Ich bin so glücklich. Also Bigfoot ist so hardcore drauf, der geht ohne Rüstung ins Nether auf schwer. Ich hab's heute selber erlebt. Ah, Alter. Wie läuft's denn bei dem? Immer. Lauwarm das Bein runter. Naja. Das ist eine etwas eklige Vorstellung, aber es ist so. Es ist eine verdammt eklige Vorstellung. Warum ist hier ein Creeper-Loch? Bei den Zaun und bei den Schafen. Was? Was? Ja. Hier ist ein Loch bei den Schafen, bei den Creeper-Dingern. Weißt du, was das war? Also. Geh dich nie wieder dort hin. Das war ich aber nicht. Ja, trotzdem, keiner stellt sich dort AFK zu den Schafen. Also, das geht ja gar nicht. Digga. Ja, wow, ich kann. Alter, das leckt bei mir einfach nur. Ja, bei mir aber auch gerade. Ja. Ach, mir jetzt egal. Ich kann's auf der anderen Seite auch. Und Pflastersteine. Pflastersteine, ich hab ein paar gefahren, kannst du meine Kiste schauen? Hier sind auch welche. 3, 4, 5, 6. So. Mann, das ist halt richtig ärgerlich. Da kommen die scheiß Wölfe nämlich hier rein. Wer braucht denn Knochen? Ich hab das nicht. Rein wir uns. Wie viele Lohnrunden brauchst du, Gurte? Ich habe 10 Enderperlen, da wären 10 nicht schlecht, sofern es machbar ist. 5 brauchst du dann, ja, weil jeder gibt ja. Ja. Ah, okay. Das ist, ich habe da keine Ahnung, ich mit Netto, da habe ich nicht so. Toll, jetzt habe ich falsch aus der Kiste geholt. Oh, jetzt habe ich meine Schneebälle vergessen. Eine Schneebälle? Deine Bälle. Deine Quelle. Mit den Bällen. Nein. Ich hab mich verlaufen. Ich hab mein eigenes Bälle verlaufen. Ich hab mich gerade in den Minengängen verlaufen, irgendwo. Wo du gegraben hast. Ich? Ich hab. Ja! Was hier über. Hier sind über die langen Gänge. Du hast es gleich, wenn die Dinger lang haben. Wie kommt, so kommt eigentlich immer Traut gleich drauf, wenn es irgendwas mit lang zu tun hat, dass es Bigfoot war?
Na? 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 Mit langen Sachen? Ich hab mich verlaufen. Nur dann hier. Wieso bin ich mir schon wieder? Ach, Mann, jeder hat. Oh, ich hab mich nicht verlaufen. Da tanzt gerade irgendjemand vor mir rum. Wer war das? Euro. Ja. Nee, Flo. Er wird eingeladen werden, glaube ich. Ja, ich starte nicht ein während der Aufnahme. Braucht jemand Gastränen? Bigfoot. So, Flo ist ja. Ja, ist okay. Ja, ich würde bekommen. Du bist ja raus. Nee, Bigfoot braucht so Gastränen. Auch alles. Da aber Bigfoot nicht imstande ist, selber zu weinen, braucht er die Tränen von anderen. Ja, ich bin so knallhart, ich. Also, weinen ist nicht alle. Ja. Ja, in einer Stunde jetzt 9 Level geschafft. Yay. Oh. Jetzt nochmal ins Netter. Netter, mein Gott. Sag einfach in die Hölle. Ich gehe jetzt in die Hölle. Ich brauch meinen Sachen wieder. Also in die Schule. Das ist doch Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Hölle, Hölle, Hölle. Oh nein. Keiner. Übrigens, da ist schon wieder ein Enderman bei mir. Hey. Ich komm. Ich meine, ich komm zu dir. Verpiss dich, ihr scheiß Zombie-Piggies! Wo bist du? Oh nee, jetzt pack ich im Portal fest. So. Ich bin auch im Portal. Und da ist die Schnauze, wurde gerade auch getötet. Ja, aber durch eine Lore, nicht durch einen Zombie-Pigman. Ja, Entschuldigung, wenn 4 Stück auf einen drauf gehen. Ja, die gehen gar nicht auf einen drauf, willst du? Bigfoot, ich bin da, wo ist der? Ja, ich sehe ihn. Ich pflanze dein Feld nochmal neu an, ja? Ja, du musst dich eh nochmal alles neu machen. Halbes Herz. Oh, diesmal nur 3 Herzen verloren. Muss in die Hölle. Geh ich musst in die rein? Also, was du das mal zeigen willst, das Ganze funktioniert dann so. Moment, nichts machen, ich stehe hier gerade. Bei dir. Ich habe ja dein Feld gerade neu angepflanzt. Yay! Ernsthaft? Bigfoot, du bist jetzt komplett durch, sehe ich gerade. Okay. Du bist jetzt gerade komplett durch, habe ich gesehen, hä? Komm, ich hol dir deine Sachen wieder. Bigfoot, das war aber nicht ich hier, gell? Bei deinem Weizen. Das war nicht ich. Ja, ich weiß, da hat es irgendeiner nochmal zertrampelt. Dann gehe ich nochmal in die Wäsche. Nee. Ich hol dir gerade deine Sachen und dann kommt die Lore. Kann man eigentlich Schienen durchs Netter legen? Ja. Gehen die kaputt? Ja, gell? Du bist doch netter zurücksetzen eigentlich. Oder? Timo, warte, ich komm mit. Bitte. Okay, dann komm, los, Wiki. Oh, jetzt. Oh, ich dachte gerade schon, Alter. Ich wollte ein Stuff. Ernsthaft? Also, ich muss sagen, mit den Schweinezüchtern hast du so deine Probleme, kann das sein? Ich nicht. Nein, denken einfach, ich wäre nicht da. Flo, die brauchst du nicht angreifen, die tun dir nichts, wenn du denen nichts tust.
Das ist wie bei Bigfoot. Wenn du ihm nicht tust, tut er dir auch nichts. Ist aber klar. Eigentlich tut er ihm immer was. Nee, das ist der volle Ernst. Die Schweinezüchter lassen dich in Ruhe, solange du denen nichts tust. Ich meinte auch bei Bigfoot, nicht bei den Schweinezüchtern. Also ich weiß nicht, wie es beim Bigfoot ist, aber ich tue ihm immer was. Ja, aber ich tue nur selten Rudel mal was an. Also immer nur selten. Kleinen Schwachen. Achso, nur als Information nebenbei, als kleine Werbung, Sniper Elite V2 haben wir durch im Koop-Modus. Du spoilerst mich ja. Ja, ich habe ja nicht gesagt, Baringa, wo bist du? Ich hab dein Stuff. Ich habe ja nicht gesagt, ob wir erfolgreich durch sind. Hilfe! Ich sag mal so, es ist dumm gelaufen. Ja, jetzt ein Enderman bei mir. Hilfe! Ich will gar nicht anfangen. Bigfoot, wie war das? 20 Sekunden, dann waren wir tot? Warte, es war jetzt ein Enderman, wie geil. Ey, Grill, komm zu mir. Oh shit. Wo bist du? Oh shit! Also ich bin oben auf meiner Base. Nein, ich hab doch dein Stuff. Was? Jona, das ist jetzt nicht dein Ernst. Mein Gott, ich soll jetzt auf deine Base hochkommen, um den Enderman zu killen. Bist du? Ja, und die Spawn, vielleicht die Spinnen und die Zombies. Und ich bin tot. Hast du da eine Leiter oder eine Treppe hoch oder sowas? Ja, hab ich. Und hier sind zwei Endermänner. Und ich muss gerade, sorry, dass ich so schreie, aber naja. Ich werde vom Skelett und zwei Spinnen gejagt. Iwo, hier bin ich. Wo ist Iwo? Warte. Danke. Weißt du, und da war noch eine Enderperle dabei. Die habe ich nicht mehr. Hatten die? Die ist, glaube ich, noch im Nether. Okay, ich muss voll schnell mein Stuff holen. Ich hatte 10 Lohnrouten dabei. Jona, ich bin auf dem Weg zu dir. Na klar. Echt? Wir müssen ein Rettungsteam zusammenstellen. Boah, jetzt scheiß auf meine Sachen, Alter. Also ich scheiß nicht auf deine Sachen. Moment, du willst deine Sachen nicht mehr? Alter, wenn du die jetzt hast, dann gib die her, ich brauche meine Redstone-Lampen. Nein, ich hab doch deine Sachen nicht. Sonst würde ich dir die ja geben. Nee. Ja, ist doch klar, Bigfoot. Jona, ich bin jetzt unterhalb deiner Plattform. Schön. Lass mich raten, hast du alles selber schon fertig gemacht? Ja, nö. Okay, ich bin auf dem Weg nach oben. Hoch ist kein Problem, aber runter wird dann übel. Warte, Iwo, ich helfe dir. Bleib kurz auf dem Meter, ich helfe dir jetzt. Alter, wie hoch ist das denn? Boah, Alter, ich warte schon später noch. Wieso musstest du die auch schlagen, Junge? Wieso? Jetzt sind mal dann eh schon die Spawns. Da ist Gurdel erst. Mein Gott. Darf ich jetzt meinen Lava-Eimer runterlassen? Alter, dann darfst du nie wieder heimkommen. Tun, ging so gegen ihn. Er ging gleich zur Sache nun. Ja, das wird der Gurdel tun. Alter, wie hoch ist das denn noch? Ab. Endlich. Du hast es gleich geschafft. Oh nee. Oh mein Gott, diese Hölle! Komm, ich habe es wieder raus! Ich hatte 5 Dias dabei. Du weißt schon, dass du, wenn du einen Wassereimer ausleerst, dass die Endermänner abhauen, das weißt du. Ja, aber die sind hier, die sind eine Etage höher. Eine Etage höher, hier. Was klappt da hoch? Also habe ich da wenigstens ein bisschen Licht? Also es war Enderman Nummer 1. Ja, ich hab zwei Enderperlen. Als blöder Sack, das sind meine. Jetzt sind's meine. Achso, du musst das Zoll bezahlen, dass du hier oben bist. Was mach ich hier überhaupt?
Der hat sich irgendwo hin wegteleportiert. Hier ist ein Enderperlen. War nur einer. Ja. Flo, geh von der Klingel weg. Nein. Okay, ich geh dann wieder runter. Kann ins Wasser springen. In welche Richtung ist das Wasser? Letzte Warnung. Nein! In der da. Also mein Gott, fahren, das ist so witzig. Ja. Weißt du was, ich geh mal kurz kacken. Alter! Da ist kein Wasser! Ey, was für ein Idiot, ey! Level 27 Alter. Hatte ich! Ey, wo willst du ihn? Wo willst du ihn? Das ist lustig! Moment, ich begleite dich! Oh, Alter. Sorry, ich muss dich aber mal kurz trollen. Kindisch! Gurde? Wer ist wohl schneller? Gurde unter dem Wassertyp. Wer ist schneller? Gurde unter dem Wassertyp. Beide kommen gleichzeitig an. Der Gurde ist auch wieder. Oh, Alter. Du bist halt ein bisschen angepisst. Das denkst du nur ein bisschen, Alter. Der ist richtig sauer auf dich. Ich halte mich da die Tests. Aber ich sag's mal so, gleich mit Paul. Wenn ich wüsste, wo Gurde gestorben wäre, würde ich seine Sachen ihm bringen. Der ist ja bei mir gestorben. Unter meiner Base. Oh. Unter seinem Hundehäuser meint er mit Base. Na, komm doch auch mal hier hoch. Ja, gerne sogar. Na, trau dich. Muss an die Endertruhe. Und wenn ich jetzt hochkomme, werde ich dann hier noch extra eingeladen. Du darfst hochkommen. Yay! Und zwar ohne was zu bezahlen. Yay! Ich kann dir zum Beispiel was vorsingen oder was vortanzen. Boah! Ah, dieses Bild. Mann, oh Mann, Bigfoot, der geht ran. Er ist hier der Mann. Was du nochmal sollen. Na, wer ist das da? Den Facepoint. Seng, ja, Karl. Ja. Und wie geht's? Alles klar? Ey, dich hochlaufen. Ja. Ich muss mich nur ein bisschen umgucken. Und gucken, ob hier ein paar Zombies sind. Ah, da oben geht's eh nicht weiter. Du hältst da was Tatverdächtiges in deiner Hand. Eine Möhre! Und die will mich umbringen! Ja, ah! Kannst du dir die Möhre noch genauer ansehen? Ich schlag dich mit der Möhre. Hilfe! Los, Zuckerrohrschwert! Hahaha, ich kann nicht lesen. Da ist Gurgel gestorben, by the way. Oh. Mein Gott, das tapfere Ende eines Helden. Hey! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Willst du mich verarschen? Du hast Gurgel gestorben. Bleib weg von mir, bleib weg von mir! Scheiß, der hat Lava, der hat Lava! Du, ja. Noch einmal in... Alter, du fliegst. Ah, ja, tschüss. Ich bin etwa in die Lava gefallen. Nein.